Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 21.05.2024. Ja, und unser DAX hat hier weiter an seiner SKS-Formation gebaut. Zum Vergleich habe ich nochmal das Bild mitgebracht, dass die Schulterkopf-Schulterformation zeichnet sich ja auf, du schießt hoch, runter, hoch zum Kopf, runter, nochmal hoch und dann Abflug. Auch wenn es jetzt hier, ich sag mal, durch die Schultern, ich habe es jetzt hier mit der Arme an der Klimmzugstange gemacht, weil es schöner aussieht. Ja, also hier ein Hochpunkt, da ein Hochpunkt, da ein Hochpunkt. Dann hat man unten zwischen den drei Hochpunkten die zwei Punkte, auf die man dann die Nackenlinie legt, auch wenn es formal jetzt nicht richtig am biologischen Körper erklärt ist, weil ja die unteren Auflagepunkte Nacken, oder kommt, wir gehen auf, ich nehme das Bild wieder weg. Ich dachte, es ist einfacher, aber rede ich mich nur um Kopf und Kragen. Also, das ist die Nackenlinie, ja, das sind die zwei Nacken, man sagt dazu den Nacken. Das ist dann die eine Schulter, das wäre die andere Schulter, das ist der Kopf. Unsere Erwartungshaltung für den Montag war ja gewesen, dass er eben diese Erholungsbewegung, die vom Freitag so dürftig noch aussah, fortsetzt am Montag, sich noch hochsticht in die 828, haben wir gesagt. Und dann sollte von dort wieder runterkommen, um eben eine mögliche SKS anspielen zu können. Das hat er erstmal getan, also ist komplett dem nachgekommen, was wir hier gesagt haben. Jetzt war es aber spannend zum Dienstag. Denn er kann das jetzt ziemlich einfach rausnehmen. Man muss sich nicht einfach bloß oben rausheben, über die 800 wieder drüber stechen, über 820. Auch wenn das als SKS noch gültig wäre, wenn er von hier oben runter dreht, aber ich glaube nicht, dass er das dann hinkriegt. Also ich gehe eher davon aus, wenn er jetzt wieder über die 820, 830 auch drüber geht, dass er dann Richtung 900 anläuft und hier oben auch ein Hoch drüber setzt. Dann würde das alte Nachthoch anlaufen, was wir hier mal hatten. Das liegt um 29, irgendwie so 29 bis 89. Da würde er sich mal reinwerfen und von dort erstmal wieder Planende nach unten spielen. Das wäre meine Erwartungszeit für den Dienstag, wenn er sich über 800 drüber schiebt. Tut er das aber nicht und spielt nach unten, wird das jetzt interessant und dann würde ich tatsächlich jetzt hier mal hingehen und mit euch einfach mal auch die Nackenlinie hier setzen. Oh, wartet mal, ich habe gar keinen Gehalt. Warte, das wollte ich nicht machen. Ich brauche keine, gar kein Dings an, gar kein Magneten. Also das wäre dann quasi die Nackenlinie, die man auf der SKS sieht. Ich weiß, das kennen viele. Ich würde das jetzt gar nicht so weit ausdeuten. SKS, das ist das eigentlich so das Rudimentärste, was man haben kann. Und ich würde davon ausgehen, dass wenn der DAX die Nackenlinie bricht, er dann eben erstmal kurz auf unserer Linie hier tanzt, einmal kurz rein zurückschreibt und dann hätte er als, ja, als SKS-Ziel nimmt man dann quasi die zwei Kästchen. Wartet. Wo sind meine Dings hier? Hätte man dann, würde man das dann abtragen, die Distanz hier von da. Jetzt machen wir nur noch rot. Oh, das ist ein bisschen dolle kräftig rot. Oh, so reicht auch. Zack, das trägt man dann nochmal nach unten und dann hätte man hier so das Ziel. Und das geht dann schon so Richtung 360, 350. Warum dieses Zack noch nach mal oben? Das ist eigentlich so jetzt nicht unbedingt nach Lehrbuch, aber das macht der DAX sehr oft, ja. Er triggert seine SKS an, geht unter die Nacktlinie drunter, sucht sich dann den nächsten besseren Punkt, um da ein bisschen rumzustöbern und das wäre eben 560. Dann kommt er nochmal so weit zurück, dass die Leute eigentlich davon ausgehen, dass die SKS gar nichts mehr wird und dann macht er die doch noch fertig. Also da ist unser DAX ein bisschen eigen, ja, da hat er so ein bisschen sein eigenes Regelwerk. Sieht man sehr oft, deswegen würde ich zuerst mal einzeichnen. Aber ich würde eben auch einzeichnen, dass wir auf der Oberseite uns eben darauf abfallen, wenn der hier drüber geht, dass ich dann damit rechne, dass wir hier einen weiteren Hochpunkt kriegen. Gegebenenfalls in dem Bereich können wir auch einen Strahl hinlegen, der wird sich dann an den Hochs orientieren. Und dann können wir eigentlich den Dienstag schon wieder zumachen, die Analyse, denn das ist es. Ich habe für euch aber noch was, ich habe eine Mail von uns rumgeschickt, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt, das hat ständig Fehler gebracht, das sollte eigentlich an alle gehen, die bei uns ein Konto auf der Website haben. Irgendwie habe ich es nicht richtig hingekriegt, das ist dann bloß an ein paar hunderte Leute rausgegangen, ich weiß gar nicht, ich glaube 1000 Leute haben die Mail gekriegt, aber der hat es einfach nicht an alle schicken wollen. Ich weiß nicht, ob das zu viel dann einfach mittlerweile bei uns auf der Website sind. Der wollte mich einfach nicht rausschicken lassen, hat jedes Mal kam da kritischer Error und dann hat es mir die Seite abgeschmiert. Und dann ist es raus, aber wie gesagt, eben plus, ich glaube, 900.000 Leute. Das haben jetzt nicht alle gekriegt, deswegen sage ich es jetzt einfach kurz für die, die es nicht gekriegt haben. Die anderen haben es ja ins Mail. Wir haben jetzt hier noch so knapp 6 Wochen, bis nicht nur Seminar ist, ja, sondern eben auch
Der Hochpunkt, der erwartet wurde in der Jahresausblicksanalyse, ja, vergesst das mal nicht so. Denn das war das, was wir hier am 15.01.2024 als Jahresausblick erstellt hatten. Eine Erwartungshaltung, dass wir im ersten Quartal hier einmal hochstechen, dann einen kleinen Rücklauf kriegen, um uns dann Mitte des Jahres hier oben ranzusetzen, Richtung 19.000. Und das haben wir bekommen. Also wir haben sowohl dieses Hochstechen im ersten Quartal, wir haben diese Gegenbewegung, wenn noch nicht ganz exakt, of course, aber und laufen jetzt hier oben in dem 19.000er Bereich an. Das heißt, das wird sehr, sehr, sehr interessant. Denn statistisch betrachtet, das gucken wir uns die ganze Zeit ja schon immer in den Webinaren im Premium-Dienst an, haben wir im Mitte des Jahres im US-Wahljahr, und das ist ja ein US-Wahljahr, wir wählen im, nicht wir, sondern die Amerikaner wählen im November einen neuen US-Präsidenten, sehen wir sehr, sehr, sehr oft, dass das US-Wahljahr oder der DAX im US-Wahljahr zwischen Ende Juni und Ende Juli einen Hochpunkt sucht, den dann eigentlich das Ganze ja auch nicht wieder überbietet. Das ist nun Statistik, das muss nun nicht immer so kommen, ja, das ist so einfach so ein Durchschnitt der letzten Jahre, aber ich würde es einfach mit ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und noch dazu eben unser Seminar Ende Juni. Seminartermine, Money Monkeys, da muss man immer ein bisschen auf der Hut sein, ja, also. Ich erinnere mich nur an Februar 2020, habe den Leuten das da alles beigebracht, sie raus in die freie Wildnis gelassen, so ungefähr, und boom, kam der Corona-Crash. Aber das ist nicht das Einzige, das geht schon seit 2018. Wir haben 2018 ein Webinar in Frankfurt gemacht, da ist der, glaube ich, 1600 Punkte direkt nach dem Webinar runtergebrochen im Februar, direkt nach dem Webinar. Dann haben wir 2020 das gehabt mit dem Corona-Crash direkt. Und es ist immer, immer wieder. Ich glaube, es gibt bloß ein oder zwei Seminartermine überhaupt von uns. Der eine, der war mal in München und das andere war, glaube ich, ein einziges Magdeburg-Seminar. Ansonsten hat man auch in Magdeburg immer die September-Seminare immer 600, 1000, 1500 Punkte direkt nach unten gehabt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es jetzt hier im Juni läuft. Wir haben noch ganz wenige Plätze. Ich glaube, es sind schon nur noch fünf, wenn ich es richtig gesehen habe, oder sechs. Fünf oder sechs Plätze nur noch frei und haben relativ viele Wiederholer halt. Ne? Wir haben noch Wiederholerrabatt, das heißt, wer mal eine Aufzeichnung gebucht hat oder online mal mit dabei war, der kriegt das ein bisschen vergünstigter. Also ein bisschen ist gut, das ist schon deutlich vergünstigt dann. Da haben wir einige mit drin. Gibt es vielleicht auch ein paar bekannte Wiedersehen von einigen, die das noch gar nicht wissen. Ganz lustige Konstellation geworden. Und gehen auch am Freitag vorher noch ans Parkett mal gucken. Ja, machen eine kleine Börsenführung mit. Entweder mache ich die oder wir kriegen uns da noch in den Vortrag reingequetscht. Die haben sich da bloß ein bisschen dusselig, was die Teilnehmeranzahl angeht. Da waren sie nicht so amused, als ich da meine Gruppenzahl gemeldet habe, auch wenn wir gar nicht so viele sind. Ja, also, wer da noch Interesse hat, kann da jedenfalls hinkommen. Ansonsten habt das ein bisschen im Blick hier, dass ein Hochpunkt zu erwarten wäre, ja, das muss jetzt nicht auf die 19.000 genau kommen, der muss nicht auf den Tag genau da sitzen, aber man sollte sich darauf vorbereiten, dass Richtung Ende des Jahres, Richtung US-Wahl einfach Anleger wie auch ich, sagen, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf, dass mein ganzes Aktienportfolio dann während der US-Wahl irgendwie 10-20% runtergerissen wird, plus weil da wieder irgendein Depp irgendwas mit der Wahl verdudelt hat halt, ne, also nee, das will ich nicht. Dann nutze ich lieber so eine Phase, wo der Markt jetzt wieder eine gute Verfassung hat und gucke mir auch mal durchs Portfolio, ob ich vielleicht die eine oder andere Position ein bisschen ausdehne und so weiter und so fort. Natürlich mache ich es auch. Ja, und das wird man bald im Markt auch spüren, dass das andere so machen werden. Und deswegen habe ich das mitgegeben. Auch für diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen aus dem Bullenmarkt zurückgezogen haben. Ich erzähle jetzt eigentlich alles das, was ich in der Mail geschrieben habe, ja, aber. Ich gehe halt wirklich davon aus, dass der Großteil die Mail gar nicht gekriegt hat. Es ist wirklich nur ein Bruchteil gewesen von den Leuten, die das jetzt da, die ich rausschicken konnte. TradingView, womit wir ja auch reanalysieren, hat zum Beispiel GPI jetzt neu drinne. Also seit einem Monat oder 2 Monaten oder vielleicht sogar schon 3 Monate. Das sollte man vielleicht auch mal mit in Erwägung ziehen. Man kann jetzt schön aus TradingView heraus mit GPI traden, könnt ihr gerne bei uns auf die Brokerwahlseite mit drauf gucken, das über GPI über uns machen, dann seid ihr damit im Support auch mit drin, kriegt ihr unseren Florian da als Ansprechpartner mit dazu und könntet euch dann eben auf ein mögliche oder schöne 2 Quartale, wenn es denn so kommt, wie wir es hier drin haben, es macht ja dann auch Trading-technisch einfach mehr Spaß, wenn der Markt abwärts tendiert halt. Wenn wir schöne 2 Quartale kriegen, die nach unten drücken, solange ihr dann eben nicht die ganze Zeit drin long rumfuchtelt,
kann das wieder eine richtig schöne Zeit werden, weil ich weiß, dass viele immer keinen Bock auf Bullenmarkt haben. Das kotzt viele so richtig an, weil sie gar nicht long handeln können. Und insbesondere dessen sollte man sich vielleicht auch darauf vorbereiten, wenn der Markt eben wieder reif wird, ein bisschen abzufallen. Nicht, dass er dann erst im Dezember anfängt, da irgendwie Konto zu eröffnen und so weiter und so fort. Und dann ist die ganze Show schon wieder vorbei und wir gehen ins Nachwahljahr, wo dann eh wieder alles nach oben rennt. Also von daher, bereitet euch ein bisschen darauf vor, habt das hier ein bisschen im Blick. 6 Wochen wird es den Markt noch geben. Dann ist unser Seminar und ab dann, denke ich mal, geht es in die heiße Phase, dass wir dann gegebenenfalls vielleicht sogar einen Hochpunkt reinkriegen. Jo. Das alles. Ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.